Guten Morgen, 4:30 Sommerradreise 2023 geht los. 3 Wochen Radfahren. Mittlerweile in Südkreuz. Jetzt geht's nach Dobern-Kirchhain und von da nach Leipzig. Da treffe ich mich mit dem Carsten. Sehr geehrte Fahrgäste, ich spreche noch bei Information. Die aktuelle Verspätung des Zuges beträgt 10 Minuten. Ja, jetzt schon mal hier los hier. 10 Minuten Verspätung. In Dobern-Kirchhain halt nur 10 Minuten Umstiegszeit. Wird spannend. Erster Umstieg geschafft, pünktlich, jetzt nach Leipzig. So, Leipzig Hauptbahnhof ist erreicht. Carsten ist jetzt auch da, oder er war vor mir da. Kann losgehen. Alle Duty klappt, jetzt warten wir auf den Anschlusszug nach Eisenach. Der müsste in 10, 15 Minuten kommen. Yeah. Eisenach angekommen. Und es hat angefangen zu regnen. Perfekte Wetter zum Radeln. Ne? Naja, wir melden uns später. Ersten Meter in Eisenach. Alle Tüte klappt mit der Zugverbindung. Jetzt geht's los. Hier hat es gerade geregnet, aber wie es aussieht, haben wir Glück. So, jetzt kommen wir an die Hörschel. Der erste Flussradweg. Bestes Wetter bis jetzt. Kein Gewitter. Wie vorher gesagt, kein Regen erstmal. So kann man sich das fallen lassen. Da unten sitzt ein Reiher. Hallo, Herr Reiher. Jetzt haben wir über die Hörschel. So, wir verlassen Eisenach. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Hörschel zum Anfang des Rennsteigs.
Jawohl. Ach du Scheiße. Bitte hier. Ah, die Hühner auf dem Weg. Schöne Bräuler. Oh. Ach nee. Ach nee. Oh nee, wa? Müsste jetzt schon Hirschel sein. Das Tor zum Rennsteig. Ja, Rennsteigbeginn erreicht hier in Hirschel. Oberhalb die große Autobahnbrücke. Mal die ersten 10 Kilometer weg. Carsten geht an den Imbiss. Boah, Wetter super, super Temperaturen, kein Regen mehr erstmal. Bestens. So, hier sieht man die ganzen Schilder. Blankenstein mit Ende 169,3 zu Fuß. Und hier sind wir jetzt schon an der Werra, die ja dann später mit der Fulda die Weser ergibt. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Tage. Werra, altes Recht der Hofbesitzer, steht da. So, jetzt sieht es hier unter der riesen Autobahnbrücke durch. Jetzt folgen wir hier im Prinzip der ehemaligen Grenze. Linke Hand von uns ist die Werra. Ein herrlicher Radweg hier mitten durchs Grüne. Die grüne Lunge Deutschlands, Thüringen. Müsste schon Kreuzburg oder Spichra sein. Und hier vorne die Werra. Die Brücke hier ist aus dem 13. Jahrhundert. Also die Kapelle eben befand sich in Kreuzburg. Schönes altes Fachwerk hier. Ein Örtchen Kreuzburg. Achtung, wäre besser gewesen, nicht der Tag heute. Das ist jetzt der Naturpark Eichsfeld-Hainichtal. Rechts. Werratal. Damit musst du leben, weil ich bin für die Papier. Naja, ist ja gut. Gefällt mir auch. Hier diese Kalkfelsen. Hier eine Werra-Brücke. Herrlich. Ja. Unten kommen gleich Kanufahrer. Da unten sind sie. Komm auf den Kopf, die gucken hier. Da unten fahren sie. Auch schön bestimmt hier.
Aber richtig. Jetzt in Mila. Da geht's mal wieder über die Werra. Schon erheblich breiter jetzt. Jetzt mal so Raftingboote ausleihen. Kurzer Zwischenstopp in Frankenroda. Nett gemacht alles hier. Hinten ein paar Pferdchen. Hier so ein Rastplatz. Mit 25 Kilometer weg ungefähr, bis 30. Dazwischen irgendwas. Ja, pieselt ganz leicht jetzt, aber Wetter hält auch, es war Karsten. Aber naja, wenn wir also weiterfahren, dann gleich. Ja, hier sind wir. Am nächsten Ort gibt es dann so einen Wasserwanderrastplatz, wo man auch übernachten darf. Und hier ist ein Igel. Tier des Jahres 2024. Platz in Probst Eizelle oder wie es hieß. Probst Eizelle. Kanu-Station hier. Alles da. Also bisher ein spitzen Radweg hier entlang der Werra. Da kann man nie meckern. Kommen wir nach Falken. Impressionen von unterwegs hier, da so eine Burg. Das ist ein Treffort, den sehen schon. Und hier hinten schlängelt sich die Werra lang. Schön durchs Tal hier. Und mit dem Wetter haben wir auch Glück. Ja, jetzt sind es 40 Kilometer, die wir weg haben. Ungefähr noch 20 so. Schauen wir.
So, damit sind wir in Treffurt. Ja, hier sind wir an der Werra, in Treffurt jetzt, um die Burg gleich. Da werden auch Fotos gemacht. Und hier so eine Übersichtskarte über die Region Hainich-Werratal, Radwandern. Diverse Wege eingetragen. Sehr zu empfehlen, die Gegend hier. Müsst ihr mal hin, Leute. Jetzt hat uns der Regen doch eingeholt, ein bisschen. So, hier war die ehemalige Grenze. Altenburschler. Wahnfried, hier, Großburschler. Ich fahr mal lang ab. Haben sehr fein gemacht hier. Sehr schön. Das ist Wahnfried. Hier wollen wir jetzt erstmal Vorräte fassen für das Wochenende. Mit Abend und Morgen ist ja nicht offen. Jetzt wollen wir was zu futtern haben. Oh, Einkäufe sind erledigt. Jetzt sind es noch 9 oder so Kilometer, den Homas. Drüben nochmal einen Blick auf Wahnfried. Und hier geht's schön durch die Felder. Wer hätte gedacht, dass wir heute nach Aue kommen? Da vorne gibt es auch noch Bratwurst. Oh, hat aber auch. Ja, am Himmel sieht es ein bisschen. Wetter weiß noch nicht so recht. Sonne, hinten ganz dunkel. Ja, aber wir sind ja gleich da, insofern alles gut. So, wir haben unseren Zielort erreicht. Auch wieder altes Fachwerk hier überall, herrlich. Wir sind jetzt übrigens in Hessen. Hallo. Während bei Fischers noch gepumpt wird. Wird bei Sammlers schon gefilmt. Und getrunken auch noch nicht. So, wir haben hier bei Eschwege Campingplatz erreicht. Naturcamp, wunderbar. Schöner See hier dran. Und Wetter scheint zu halten. Waren denn summa summarum so um die knappe 60 Kilometer. So. Und jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend hier. Jetzt zieht sich das hier richtig zu. Hinten ist es noch hell. Und hier kommt eine schwarze Wand. Eieiei. Und da ist noch ein Segelboot auf dem Werratalsee. Allerdings ohne gesetzte Segel. Oh, von da hinten kommt es schon wieder hell.
Hier zieht sich die schwarze Wand lang. So, eben kam so eine richtige Regenhusche, hat uns eingeholt, aber ist jetzt vorbei. Wir haben uns hier unter so ein Zelt verzogen, was wir glücklicherweise hier haben. Wir machen uns jetzt unser Abendbrot hier. Ein paar Bratwürstchen geholt. Dazu gibt es richtiges Bauernbrot. Und ein fünftes Bierchen, wa? So soll es sein, Sprachweinstein. Und jetzt haben sie alle verzogen, die hier vorher waren. Die gucken heute alle Dortmund und wollen wahrscheinlich sehen, wie die verlieren. Natur pur hier. Wir haben immer mehr. Und die picken da schön im Gras. Wahrscheinlich kommen die Würmer hoch jetzt nach dem Regen. Ah, oder so. Stimmt, da saßen Leute. Aber ich will euch jetzt nicht überbeanspruchen mit den Aufnahmen. Wer es sehen möchte, fährt hierher. Oh, da hinten ist ein bisschen Abendrot. Ich glaube, das kommt auf der Kamera. Ah, doch, jetzt. Ja, Alter. Haben wir noch einen tollen Abend hier. Gutes Nächtle. Genau. Herrlich, dieses Regenplattern.